Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück bei Waylon. Wir sind zurück hier am Tempel des Elches, den wir gleich erkunden werden. Vielleicht kommen wir zum Ursprung des Übels hier. Bevor wir das aber machen, möchte ich gerne ein paar Worte vorwegschieben, weil es vor, ich glaube, 2, 3 Videos eine sehr grundsätzliche Diskussion gegeben hat. Eine sehr, sehr ausführliche. Und ich kann mir vorstellen, erstens, dass das einige von euch auch bewegt habt und zweitens, dass nicht vielleicht alle diese Diskussionen mitbekommen haben. Deswegen will ich doch nochmal 2, 3 Sachen sagen, die mir wichtig sind dazu. Ihr könnt natürlich sofort, wenn euch das interessiert, könnt ihr ja vorspringen. Ich werde auch das, was ich jetzt quatsche, nachspielen auf jeden Fall. Also es geht jetzt hier nichts verloren vom Gameplay. Worum geht's? Es ging darum, um diesen Kampf gegen den menschenfressenden Troll, wo Valerie gestorben ist und wo ich für mich selbstverständlich neu geladen habe und den Kampf nochmal gemacht habe. Da gab es jetzt mehrere Kommentare, die den Tenor hatten, das wäre nicht rollenspielgerecht, es wäre halt Pech, wenn Valerie gestorben ist, dass wenn ich mir schon die Regel gesetzt habe, dass Gefährten sterben können, dann muss man das auch durchziehen, das kommt Cheaten gleich und so weiter und so fort. All das kam da in der Hinsicht. Das hat mich doch ein bisschen überrascht, weil meines Erachtens, machen wir der Reihe nach. Erstens halte ich diese gesamte Argumentation für nicht zu Ende gedacht, weil was passiert dann? Okay, nehmen wir an, Valerie ist weg, okay, akzeptieren wir. Was passiert dann, wenn als nächstes Harem stirbt? Dann Amiri. Gut, ihr Fell kann nicht richtig sterben, Lindsay hat glaube ich auch noch so ein Schutzding. Aber nehmen wir an, alle anderen Charaktere, und das ist ja nicht unrealistisch, sterben, gerade wenn man schwächer wird, dadurch, dass Charaktere fehlen, sterben in kommenden Kämpfen. Und irgendwann, nach 70% des Spiels, stehen wir nur noch zu zweit oder zu dritt da. Und kommen in Situationen, wo man das mit dieser Konstellation objektiv nicht mehr schaffen kann. Das heißt, wir sind dann in einer Situation, wo wir uns durch irgendeine Regel, die wir ganz am Anfang mal aufgestellt haben, hineinmanövrieren und das Spiel nicht beenden können. Das ist doch, glaube ich, und das wird passieren, das ist jetzt keine Spinnerei, das wird passieren, wenn man das so durchzieht. Das ist nicht handhabbar, Leute. Das ist nicht handhabbar. Punkt 1. Punkt 2 ist das Argument, okay, warum hast du dann die Regel aufgesetzt, eingestellt, meine ich, in den Schwierigkeitsgraden, dass Gefährten dass Gefährten hier sterben können? Warum machst du denn nicht einfach die Regel, dass sie nicht sterben können? Ja, Leute, das ist doch ein Riesenunterschied für das aktive Spielverhalten. Wenn ich weiß, dass ein Charakter nach dem Kampf immer sofort wieder aufsteht und ich ihn einfach dann heilen kann, und inzwischen haben wir auch sehr, sehr viele Heilzauber, dann gehe ich doch ganz anders, viel risikovoller, viel unbedachter mit ihm in einen Kampf hinein, weil ich weiß, ja okay, es reicht ja, wenn 2, 3 überleben, den Rest heile ich dann einfach. Das ist so ein Riesenunterschied. Insofern lasse ich natürlich das Sterben drin, weil das für mich immer bedeutet, wenn jemand stirbt im Kampf, habe ich den Kampf taktisch nicht optimal geführt oder nicht gut geführt und das heißt, ich muss neu laden. Also bemühe ich mich doch und wende möglichst viele Tränke an, überlege mir vorher irgendwie noch irgendwelche Buffs oder keine Ahnung, mache beim nächsten Kampf eine andere Taktik und so weiter und so fort. Das heißt, ich gehe ganz anders an einen Kampf ran, wenn ich weiß, dass ich im Zweifel den ganzen Kampf nochmal führen muss. Und das ist doch viel intensiver und viel herausfordernd. Das will ich haben. Und das ist der Grund, warum ich nicht diese Einstellung ändere. Also, das ist irgendwie, ehrlich gesagt, ist das für mich eine ganz normale Sache. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie man auf so eine Gedanken kommen kann. Naja, gut. Das dritte ist, und das ist tatsächlich ein Punkt, den kann ich zumindest rollenspielerisch nachvollziehen, dass man sagt, okay, man würde doch, ich sag mal, man muss ja nicht in diesen Trollkampf gehen, wenn man unerfahren, jung und kraftlos ist, sag ich mal, ein Level 3 Kämpfer. Wenn man weiß, dass es gefährlich ist oder dass man sterben kann, würde man das auch in echt gar nicht machen. Das kann ich nachvollziehen und normalerweise bin ich auch jemand, der sowas berücksichtigt bei solchen Entscheidungen. Und ich finde, bei so Spielen zum Beispiel wie Kingdom Come war das auch sehr, sehr gut machbar. Ich gehe mit Heinrich durch den Wald oder reite durch den Wald, da kommen 5, 6 Kumanen auf mich zu, vollgerüstet. Das ist ganz objektiv so, da würde man nicht diesen Kampf führen, sondern würde man abhauen. So. Aber wie ist es hier? Wir haben einen Troll, okay, der ist riesig, der ist gefährlich, aber Waylon weiß nicht, dass er Level 3 ist. Waylon weiß nicht, dass es ein Level 20 gibt oder so. Waylon weiß nicht, was für eine Macht man noch erringen kann. Er fühlt sich gut, er hat viel erlebt, er hat viele Kämpfe bestanden. Sie sind zu 6.
Es gibt Heiler, es gibt Heiltränke, es gibt alles Mögliche. Zauberwaffen, Wahnsinn. Ja, nach welchem Kriterium entscheidet man denn bitte, ob der Troll jetzt zu schwer ist oder nicht? Ich glaube, wer da sagt, ja, Waylon ist ja noch in den Kinderschuhen, der hat selber sozusagen, spricht dasselbe aus der Spielerperspektive und nicht aus der Charakterperspektive. Und da, das ist vielleicht eine kleine Schwäche des Spiels, dass es in solchen Konflikten einem nicht, oder vor solchen Konflikten einem nicht signalisiert, ist dieser Gegner jetzt sozusagen in der Spielwelt aus der Erfahrung der Spieler heraus übermächtig oder nicht? Da müsste man das irgendwie visualisieren, keine Ahnung, super gefährlich. Also da gibt es ja so Symbole in anderen Rollenspielen, wenn man keine Level anzeigen will. Ja, und solange das nicht der Fall ist, ist das Spielprinzip einfach so. Man probiert es, man merkt entweder, okay, man kann es schaffen, man muss bloß eine andere Taktik anwenden, man muss ein bisschen nachdenken. Oder, okay, da habe ich überhaupt keine Chance, da warte ich lieber noch ein paar Level ab. Das ist eigentlich jetzt die Konsequenz aus der Spielmechanik, wie man sie hier antrifft, meines Erachtens. Ja, und dementsprechend werde ich das dann auch in Zukunft praktizieren. Wobei ich das ja schon öfter gemacht habe, dass ich nicht in Kämpfe gegangen bin, weil ich aktuell zu schwach bin. Insofern, ein bisschen wird das ja berücksichtigt. Okay, liebe Leute, das war jetzt viel, viel, viel Gequatsche. Aber das wollte ich einfach nochmal klarstellen, damit auch ihr so ein Verständnis davon habt, wie ich in dieser Hinsicht ticke. Ansonsten, im Moment bin ich sehr zufrieden eigentlich mit dem Schwierigkeitsgrad. Wir haben immer Situationen, wo es knapp wird. Ich habe nie das Gefühl, dass man sich gar nicht anstrengen muss. Bei Mobkämpfen finde ich es okay, wenn man nicht immerzu irgendwelche Spezialtalente anwendet. Also im Moment bin ich so ganz, ganz zufrieden und werde das auch so lassen. Puh, ja, dann geht's weiter, Leute. Lehnt euch wieder zurück. 7 Minuten ungefähr habe ich gequatscht. Das werden wir jetzt nachspielen auf jeden Fall. Und wir gucken uns jetzt den Tempel genauer an. Und wollen mal schauen, auf was wir hier treffen werden. Möglicherweise, oh nein, was ist denn das? Ein bärenartiger Baumhirte. Er hat uns noch nicht gesehen, aber er versperrt den Durchgang. Uiuiui. Okay, also da müssen wir kämpfen. So, was machen unsere Fernkämpfer? Okay, ja, würde ich mal sagen, dann sollen sie mal losschlagen. Während die anderen... I've been taught, if someone annoys you, you either pray or polish your armor. The end rolls near. Why my armor gleams as it does. In die übliche Stellung gehen. To victory! So, und jetzt haben wir schon wieder irgendwas Spezielles. Schadensreduzierung. Ja, das hatten wir schon bei den Skelettkriegern. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie der drauf ist, ne? Was der für einen Schaden entgegennimmt. Das können wir jetzt eigentlich nur ausprobieren. Also bei Skeletten weiß ich, dass es in der Regel Wucht ist oder Hieb, die da funktionieren. Naja, mal sehen. Mal sehen, was bei dem so durchkommt. Ich meinte, das ist ein Baumhirte. Da könnte es schon sein, dass Feuer ganz gut hilft, aber wir haben kaum Feuer. Na, mal gucken. Eieiei, warum schießt ihr nicht? Was ist hier los? Seid ihr so lahmarschig? Betäubender Schlag macht er. Okay. Valerie, geh mal ran. Ey, Leute, was ist los? Seid ihr so lahm? 6,8, 7,5? Was haben die denn für eine Initiative gewürfelt? Lindsay hat 21 gewürfelt, müsste doch dran sein. Was geht hier ab? Auch Amiri? Okay, Fehlschläge. Und unsere Freunde hier. Ah, ich glaube, ich werde erstmal hier nicht feuern, sondern lieber ein Lied spielen. Amiri lassen wir jetzt einfach mal anstürmen. Zu nah dran. Gehen wir noch ein bisschen nach hinten. Wir könnten Harem auch mal anstürmen lassen. Das habe ich mir hier sogar schon weggenommen, weil das so selten stattfindet. Aber wir machen es jetzt. Das geht, okay. Okay, 3 reduziert. So, was gucken wir uns da? Also mit Wucht wird reduziert. Da haben wir jetzt noch keinen Erfolg gehabt. Amiri ist jetzt ein bisschen weg. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, was sie für eine Waffe hat. Die Fernkämpfer werden jetzt gleich kommen. Wir können dann nachher mal Säure machen, wenn die anderen mal... Eieiei, 11 Schaden. Das wird hart, Leute. Klaue. Mit was greift er an? Oh, er hat eine 19 gewürfelt. Plus 13. Das ist schon fett. Hat er sogar Amiri getroffen. So, jetzt kommen unsere beiden Fernkämpfer. Mal gucken, was da
Stichschaden ausmacht. Ah, die hauen, schießen alle daneben. Das ist ein bisschen doof. So, Lindsay. Können wir ihn irgendwie anders kriegen? Ohrenbetäubender Schrei. Wahrscheinlich auch. Eine Furcht wird er auch nicht haben. Wir können mal Benommenheit probieren. Mal gucken, ob das funktioniert. Und ansonsten werden wir mal mit Säure anfangen. Was Besseres fällt mir im Moment nicht ein. Ja, gut. Er haut Gott sei Dank auch daneben. Ich glaube, ihr Fell ist vielleicht jetzt mit der Sense da besser. Sie kann ja auch noch andere Schadensarten da produzieren. Macht sie vielleicht auch nochmal einen Ansturm. Okay, was war das eben? Was war das eben? Lindsay hat einen Schallschaden gemacht. Eins. Erfolgreicher Rettungswurf halbiert den Schaden. Okay, sie hat blöd gewürfelt. Aber Schallschaden scheint zu funktionieren. Okay, sehr gut. Dann mach noch ein paar mehr einfach hinterher. Du kannst drei machen. Hatte sie noch nicht auch irgendeinen Gegenstand? Ja, sie hat noch einen Stab. Okay, sehr gut. Dann machen wir das mal mit Rechtsklick, aktivieren wir das. Soll sie das jetzt am laufenden Band machen? So, Säure. Säure hat komplett funktioniert, so wie es aussieht. Sehr gut, okay. Dann machst du Säurespritzer weiter. Alles klar. Da haben wir schon mal zwei Sachen gefunden, die funktionieren. Und du hast jetzt die Sense gezogen und machst jetzt auch nochmal einen Ansturm. Die anderen, können die noch irgendwas Magisches einsetzen? Bebende Knochen funktioniert vielleicht beim Baumhirten nicht. Der hat vermutlich wenig Knochen. Ja, wir können nochmal einen zerstörerischen Schlag machen. Ach, wobei mit der Schadensreduzierung ist das auch verschwendet. Ne, wir lassen das so. Wir lassen das so. Okay. Schaut mal. Betäuben. Ach, das Betäuben ist richtig gut. 5 Schallschaden. Valerie, müssen wir vielleicht zwischendurch mal heilen. Oder sie trinkt noch was. Mal gucken. Ja, das klappt gut. Ihr Fell? 12. Wurde der reduziert? Ja, er wurde reduziert. Auf 12. Wir hätten 17 sonst. Okay, Hieb wird auch reduziert. Aber das ist cool. Ihre Präzisionseigenschaft, das ist diese Gemeinschaftseigenschaft, weil sie neben anderen trifft, bekommt sie dann immer noch mal 1d6 drauf. Das ist richtig gut. Ich glaube, den haben wir schon zur Hälfte. Funktioniert. Kritischer Treffer 12 durch Valerie. Wunderbar. Okay. Da brauchen wir jetzt nicht uns so großartige Sorgen machen. Der ist bald hin. Jawohl. Sehr schön. Prima. Hat gut geklappt. Danke, Lindsay, für das Lied, das du ja automatisch beendest, wenn der Kampf zu Ende ist. Sehr schön. Und wen haben wir dort? Tristan. Wer ist das denn? Wir werden es sehen. Aber erstmal haben wir diesen bärenartigen Baumhirten, den wir häuten. Zu häuten versuchen. Ihr Fell hat es allerdings nicht hingekriegt. Nehmen wir das Fleisch mal nur mit und gucken, wen wir da oben jetzt treffen. Was ist hier passiert? Ein junger, schwer verletzter Mann scheint ein stilles Gebet zu flüstern, ehe er schließlich seinen Blick hebt. Sein Gesicht ist blass, doch seine Augen funkeln entschlossen, obwohl er nur mit Mühe atmen kann. Ihr kamt genau zur rechten Zeit, Fremder. Mein Name ist Tristan. Ich bin ein Priester der barmherzigen Sarenre. Noch einen Moment länger und ich wäre jetzt wohl unterwegs zu ihren Gemächern. Etwas zu früh für meinen Geschmack. Wer ist das? Die Sarenre ist bei ihren Anhängern als Morgenblume, das heilende Licht und das ewige Licht bekannt und ist als Göttin stets auf Mäßigung und Geduld bedacht. Ihre größten Tugenden sind Mitgefühl und Friedfertigkeit und wenn Feinde des Glaubens erlöst werden können, sollte man ihnen das auch zugestehen. Die Verehrung dieser Göttin, der Heilung, der Ehrlichkeit, der Erlösung und der Sonne begann weit im Osten, der inneren See im weitläufigen Padisha-Reich von Kellash, aber heute findet sich ihre Gefolgschaft auf der ganzen Welt. Ein Heiler. Was suchte der hier?
Okay, ihr V. Ein Saranre-Fanatiker. So viel zu Leuten, die ich die nächsten 1000 Jahre lieber nicht sehen möchte. Gut. Wie bist du hierher gekommen? Ich habe diesen Nebel untersucht. Ich nehme an, ihr wisst bereits, dass er magischer Natur ist. Ich diene Saranre, der Göttin des Sonnenlichts, die Entdeckung einer bösen Magie, die lebende Kreaturen von der Sonne abschirmt, hat mich in Furcht versetzt. Ich konnte den Ursprung des Nebels ausfindig machen, war aber zu überheblich und wäre von den Bestien beinahe gefressen worden. Tja, und dann kamen wir. Eine Nymphe hat mich hergeführt. Sie denkt, der magische Nebel in diesem Tempel wurde von dem Druiden erschaffen, der in den Diensten des hiesigen Banditenführers stand. Ich vermute, wenn wir die Hüter des Tempels töten, wird sich der Nebel lichten. Ich habe noch nie mit Nymphen gesprochen, denke aber, eure Einschätzung ist zutreffend. Die Kreaturen in diesem Tempel sind alles andere als gewöhnliche Tiere. Die Macht, die sie hierher führte, hat mit dem Nebel zu tun. Für die Bestien ist der Nebel ein Anker, der sie festhält wie ein Schiff, das auf den Wellen tanzt. Nach allem, was ich sagen kann, müsste sich der Nebel lichten, sobald die Bestien besiegt sind. Warte mal, die Bestien haben wir doch gerade besiegt, oder? Ja, genau. Die Bestien sind besiegt. Was jetzt? Gepriesen sei Saranre. Wenn ich mich nicht irre, müsste der Nebel nun schwächer werden und bald gänzlich verschwinden. Wir müssen nur warten. Tristan erschaudert. Vielleicht an einem gastfreundlicheren Ort? Ja, na klar. Geh zu Oleg, würde ich mal sagen. Er ist verletzt, braucht er Hilfe? Ja, bieten wir ihm an. Ich meine, wir haben so viel Zauber, wir haben so viel Heilsprüche im Moment auf Lager. Vielleicht zahlt er ja. Ich bin ein Priester von Saranre und ein vortrefflicher Heiler. Ich habe getan, was ich konnte, aber es wird eine Weile dauern, bis ich wieder ganz bei Kräften bin. Aber seid unbesorgt, ich schlage mich zu dem nahen Handelsposten durch und warte dort auf euch, während ich mich erhole. Ja, das ist doch ein perfekter Plan, das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Ja, nun, da diese Bestien tot sind, muss ich mich anderen Dingen zuwenden. Leb wohl. Bitte wartet. Ihr habt mir das Leben gerettet. Ich habe keine Schätze oder Relikte, aber ich verfüge über großes Wissen und die göttliche Macht eines Priesters. Ich würde euch gerne auf euren Reisen begleiten. Leider lassen es meine Wunden im Augenblick nicht zu, dass ich mich euch anschließe. Ich werde zum Handelsposten gehen. Ja, das sagtet ihr schon. Und sobald meine Wunden verheilt sind, werde ich hoffentlich in der Lage sein, mich für eure Hilfe angemessen zu bedanken. Das erwarte ich aber auch, mein lieber Tristan. So, wir haben das geschafft, Leute. Aber wir haben noch keinen Plan, wo jetzt der Hirschkönig haust. Das ist uns jetzt noch nicht offenbart worden. Aber vielleicht hier, vielleicht kann man den Tempel noch weiter untersuchen. Mal gucken, hier liegt erstmal irgendein Säckchen herum. Was ist das hier? Hier bröckeln Steine vom Tempeldach oder was? Uiuiui, was haben wir denn hier? Schriftrolle Blitze hervorrufen. Okay. Mittlere Entfernung. Zauberstufe 5. Das ist schon mal gehörig. Ah, nee. Stufe 3. Zauberstufe 5. Du kannst unmittelbar nach dem Wirken des Zaubers und danach einmal pro Runde einen 6 Fuß breiten und 30 Fuß lang vertikalen Blitz beschwören. 3d6 Elektroschaden. Ja, sehr schön. Alle Kreaturen auf dem Zielfeld oder in der Bahn des Blitzes werden getroffen. Okay, das scheint mir ein ziemlich mächtiges Ding zu sein. Was haben wir hier? Eine interessante Abhandlung. 5 Jahre in den Tiefen des Waldes, das gucken wir uns gleich an. Fluchbrechen. Oh, das können wir sicher gut gebrauchen. Flüche haben wir zwar, glaube ich, noch nicht erlebt, oder? Aber sicher sinnvoll. Und ein Kampfstab, beidhändig. Kampfstab plus 1. Kann, glaube ich, keiner von uns nutzen. Aber das lesen wir uns jetzt erstmal durch. Wir nehmen es dann auch mit. So, Enthüllung einer Schülerin des Lehrers Avalo. Verlag Ludrigan van der Lapius und Töchter. Ich habe mein halbes Leben in einem Tempel von Saranre verbracht. Gehört ihm das? Warum hat er seine Sachen nicht mitgenommen? Naja, ich diente der Göttin treu und blind und bedachte nie, dass niemand, nicht einmal eine unsterbliche Gottheit, deinen Weg für dich gehen kann. Ich erfüllte Saranres Willen, ohne jemals zu überlegen, worin dieser genau bestand.
oder was hinter der Quelle der Güte der freundlichen Göttin steckte. Eines Tages kam ein unbekannter Prediger in die Stadt und forderte die leitenden Priester aller großen Tempel zu Debatten heraus. Einige lachten ihn aus, andere verunglimpften ihn, aber viele, darunter auch ich, erkannten die Wahrheit in seinen Worten. Wir folgten ihm in den Artschlagwald, wo er 7 Jahre lang meditiert hatte und zu Erkenntnissen über die Wahrheit gekommen war. Der Lehrer öffnete mir die Augen über den weisen Weg, jenen Pfad, dem die gütigen Götter folgen, der die gemeinsame Basis all ihrer Lehren bildet und sie damit auch der Verehrung würdig macht. Manche verstehen ihn durch den Phönix mit brennenden Instinkten und einem feurigen Willen. Andere beschreiben den Weg des Einhorns oder Chamäleons und finden Frieden in der Stille. Wer eine große Stimme hat, begibt sich auf den Pfad des Löwen und predigt anderen den weisen Weg. Ich selbst fand Erleuchtung auf dem Weg des Wolfs, beim Holzhacken, Wasser tragen und der Verrichtung von Arbeiten, ohne Dank zu erwarten. Okay, eine Schülerin. Und die hat's hier auch erwischt, oder was? Aber kein Hinweis auf den Hirschkönig, aber irgendein Geheimnis zumindest noch. Oh, nochmal wertvolle Tränke. Magierrüstung, okay. Leichte Wunden wird gerne genommen. Und der Rest ist einfach nur Zeug vom Wert. Ja, ich weiß, ich kann auch alle einsammeln. Aber ich gucke sie mir gerne einzeln an, wisst ihr? Was ist hier noch? Ah, da ist auch was verborgen. Ja. So. Das war's, Leute. Das war's. Kein Hinweis auf den Hirschkönig. Ich guck mal ganz kurz ins Journal. Nee. Nun, da der Tempel des Elchs befriedet ist, können wir zum Handelsposten zurückkehren, um über unsere weiteren Pläne zu beratschlagen. Und natürlich müssen wir Rott berichten, was sich im Tempel zugetragen hat. Oh ja, genau. Das ist noch ein guter Hinweis. Ich meine, ich wäre sowieso da irgendwann zurückgekehrt. Alles klar, da geht's dann also weiter. So. Oh, schaut mal. Der Nebel hat sich auch verändert. Es ist hier wieder... Oh, sehr schön. Schaut mal, es ist wieder ein wunderschöner Teich geworden, ein glitzernder Teich mit Seerosenblättern. Das Wasser ist kristallklar und scheint sanft zu schimmern. Tja, da haben wir richtig mal was Gutes geschafft hier. So, wo ist die Nymphe eigentlich? Mit der würde ich gerne auch nochmal reden. Naja, halt, wartet. Bevor ich jetzt gehe, wollen wir Valerie noch ein bisschen heilen. Das können einige. Ihr Fell kann übrigens auch heilen. Aber das müssen wir mit ihr nicht machen. Das deaktivieren wir mal. Okay. Harem, hast... Ja, ich könnte was umwandeln, aber das ist jetzt eigentlich auch nicht nötig. Nö. Dann machen wir das doch mit ihr. Und im Zweifel müssen wir noch ein bisschen was trinken. Okay, plus 10 ist so anständig. Ja, wie viel hat sie? 43? Ach komm, dann das letzte geht für Harem drauf. Plus 5. Gut. Dann lasst uns weiter marschieren. Und ich denke, wo wir hier schon mal sind, werden wir noch nicht direkt zum Handelsposten. Sondern hier nochmal Amiris Wunsch erfüllen und uns aufmachen zu Schlitzzahns Versteck. Die Frage ist, wo kommen wir da am besten hin? Wir gehen mal hier weiter. Und dann hier den Fluss entlang. Wie heißt dieser Fluss eigentlich? Sehen wir das irgendwie? Nee. Noch nicht. Da haben wir eine Kreuzung, die passt. Sehr schön. Mhm.
Ruinen eines alten Tempels. Gut. Aber wir wollen zu Schlitzzahn. Strength fades. So. Ich vermute mal, dass wir hier... Oh, schaut mal, wir sind komplett erschöpft. Daran habe ich jetzt... Das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Ja, Leute, dann werden wir... Es ist ein bisschen unvorsichtig, ne? Wenn wir wissen, dass hier irgendwie so ein Riesenviech rumläuft. Aber ich hoffe mal, das geht gut. Wir werden jetzt hier erstmal lagern. Das wäre schön, nice, don't you think? Aber Amiri meldet sich. Da wären wir also. Das Monster ist hier und jetzt reiße ich es in Stücke. Ja, seht nur zu. Und? Unterbrecht mich nicht, faucht Amiri, als wolle sie genau das verhindern. Ich rede weiter, wenn mir es passt. Sie runzelt knurrend die Stirn. Amiri, wir sind alle erschöpft. Lass uns erstmal eine Rast machen. Sie räuspert sich. Wo ich herkomme, gibt es einen Brauch. Ein Knabe muss vor den Ältesten ein Monster töten, um zu beweisen, dass er ein Mann ist. Die Barbarin räuspert sich, um Zeit zu gewinnen. In unserem Stamm gibt es kein Initiationsritus für Mädchen. Also habe ich selbst eine Prüfung organisiert, wie in dem Lied über das Waisenkind Kagul. Ich habe einen Höhlenlöwen im Duell besiegt. Hier, seht ihr? Die Narben hier stammen von diesem Kampf. Und wisst ihr, was meine Ältesten getan haben, als ich ihnen die Haut des Löwen vor die Füße warf? Sie haben euren Initiationsritus wegen irgendeiner Formalität für nichtig erklärt? Schön wär's. Sie haben mir ins Gesicht gelacht. Sie sagten, ich hätte mir selbst den Bauch zerkratzt und einen Mann angeheuert, der den Löwen für mich tötet, im Tausch gegen... Bah! Später haben sie meiner Initiation natürlich zugestimmt, weil sie keine Wahl hatten, aber... Amiris Stimme bebte vor Zorn und sie spuckt auf den Boden. Hm. Okay, ich glaube, ich habe das Gefühl, der Kampf würde jetzt direkt losgehen, aber ich will nicht, in jeder Konstellation würde ich das jetzt nicht tun, erschöpft da reingehen. Deswegen sagen wir mal zu ihr, ein solcher Kampf muss gut vorbereitet sein. Schön, beeilt euch einfach. So, ich hoffe, sie ist noch bei uns. Ja, dann werden wir jetzt einfach hier das Lager aufschlagen. Jetzt müssen wir wieder mal ein bisschen aufpassen, dass das jetzt hier läuft. Irgendwas hatten wir das letzte Mal nicht gemacht. Ich weiß gar nicht. Aber jetzt ist sie beim Kochen dabei, ne? Wollen wir Rationen verwenden? Nö. Gut, sie hat Rüstungswartung. Ich denke, das gefällt mir ganz gut mit Rüstungswartung. Das lassen wir mal so. Ja, alles gut. Ich glaube, das Zauberbuch haben wir auch so weit eingestellt, dass die ihre Sachen lernen können. Insofern kann das jetzt vorangehen. Also, Ruhepause beginnen. Neun Stunden, Lagertarnung erfolgreich, Kochen erfolgreich. Und ich hoffe, es kommt jetzt nicht zu einem Nachtkampf. Nein, sehr schön. Damit sind wir ausgeruht, satt, haben gewürzte Flügel und Schenkel gefuttert und werden jetzt also dann beim nächsten Mal uns Schlitzzahn annehmen. Ich bin gespannt, wie wir und vor allem wie Amiri sich bei dieser ihr offenbar wichtigen Auseinandersetzung schlagen wird. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, euer Steinball.